Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur Panzer Corps 2 Beta. Wir sind weiter in dem Feldzug Barbarossa unterwegs und hier in der zweiten Mission, wo es um Kiew geht und das ganze Hinterland um Kiew. Die Mission habe ich ja zum größten Teil im Livestream gespielt. Das Video ist mittlerweile auch online. Und wegen der fortgeschrittenen Zeit hatte ich aber auch schon gesagt, dass ich das Ende der Mission dann in einem regulären Let's Play Video euch zeige. Und das machen wir jetzt hier. Wir sind also gerade dabei, Kiew anzugreifen. Und das könnte noch ein bisschen dauern. Außerdem sind wir hier oben. Guck mal hier, den können wir noch bewegen. Die Frage ist, wohin? Sind wir hier oben im Nordosten noch dabei, die Stadt einzunehmen. Die haben wir mittlerweile gesäubert. Und wenn das alles erledigt ist, dann ziehen wir dann die Truppen direkt Richtung Süden, um hier die Stadt einzunehmen. Sumy noch als Hauptziel einzunehmen. Und noch auch noch Poltava am Ende für uns zu gewinnen. Wie ihr ja wisst, ich spiele das Ganze ohne Turnlimit. Ansonsten auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Und wir machen einfach mal einen Rundenwechsel. Und gucken, was jetzt hier passiert. Da kommt er angesäppelt. Und wir kriegen ganz schön Damage. Und jetzt lassen wir erstmal Artillerie arbeiten. Ach, guck mal hier. Haben wir noch Flugzeuge? Ja, haben wir. Wir haben einen Bomber, der auf ihn geht. Der macht sogar Unterdrückung. Dann schicken wir den Panzer rein. Er bekommt Damage und dann können wir mit der Infanterie angreifen. Und er ergibt sich, weil er keine, oder ja, er wird einfach rausgenommen, weil er keine anderen Möglichkeiten hat, da zu kämpfen oder sich zurückzuziehen. Dann greifen wir ihn an. Und die ziehen sich zurück. Und jetzt können wir direkt mit der ersten Infanterie da reinrücken. So, wir rücken mit hier rein. Das Interessante ist ja immer noch, ich muss das mal wieder einblenden hier, dass wir haben ja beim letzten Mal herausgefunden, was jetzt der genaue Unterschied ist zwischen Close Defense und Ground Defense. Und das Interessante ist, dass die Infanterie auch keinen Close Defense Wert hat. Ich frage mich jetzt gerade, welche Einheiten denn einen Close Defense Wert haben. Ist es eventuell der Scout? Nein, der auch nicht. Sind es die Pioniere? Wo sind meine Pioniere? Hier. Die Pioniere haben einen Close-Defense-Wert. Das sind aber mittlerweile, oder im Moment, glaube ich, die einzigen Einheiten, die so einen Wert haben. Witzigerweise, ja, das sind auch Ingenieure. Die werden denen hier jetzt richtig zusetzen, vermute ich mal. Ob das eine gute Idee war? Ich ziehe den mal wieder raus aus der Stadt. Einfach, weil ich nicht in der Stadt kämpfen will. Also zumindest solange ich es irgendwie vermeiden kann. So, die haben nämlich auch noch eine Artillerie hier. Die müssten wir jetzt mal versuchen, als erstes irgendwie unter Druck zu setzen. Ja, minus 1, immerhin etwas. Und die Jäger werden vermutlich nichts ausrichten können. Der zumindest nicht. Und der auch nicht. Okay, also wie gesagt, in die Stadt rein. Das hat natürlich Probleme aufgrund des fehlenden Close-Defense-Wertes. Und dementsprechend versuche ich das jetzt so lange wie möglich zu vermeiden. So, hier oben. Bewegen wir uns erstmal mit der Arti so, dass wir oh, das sieht sogar richtig gut aus. Wir könnten die mal dorthin. Das sind die Ingenieure dabei. Was ist, wenn wir die angreifen? Minus 8. Können wir die auch hier? Ach, die kommen da nicht hin. Okay. Dann doch mal bitte auf die Art hier. Die Grenadiere auf die Infanterieeinheit hier. Die ziehen sich zurück. Und jetzt könnten wir mit dem
Aber wir machen das mal auf die Weise hier. Ach, da supportet tatsächlich die Pack. Die werden wieder in die Stadt reingepusht. Und der Recon nimmt sie raus. Sehr gut. Ich ziehe jetzt bewusst keinen Panzer in die Stadt, weil er hat hier noch zwei Packs stehen und die sind beide nicht mechanisiert hier, die beiden Infanteriegruppen. Er hat dort noch zwei Packs stehen und ich würde das gerne vermeiden, da großen Damage zu bekommen. Ansonsten ziehen wir die schon mal nach Süden ab. Die brauchen wir da nicht mehr, das schaffen wir auch so. Hier müssen wir dann halt... Ich überlege, ob man ihn nochmal aufwertet hier. Den werden wir höchstwahrscheinlich nicht mitnehmen können. Der macht gar nichts. Warte mal, wir werten ihn mal mit normalen Replacements auf. Dadurch verliert er natürlich eine Menge an Erfahrungspunkten, aber wie schon vermutet, werden die italienischen Truppen nur Hilfstruppen sein. Die werden wir nicht mit in die nächste Mission nehmen können. Und dann... Oh, der Panzer hier. Okay. Die werten wir mal noch auf. Die werten wir auf. Und dann machen wir den nächsten Rundenwechsel. Naja, ihr seht schon hier die Artillerie. Okay, er rückt. Ja, er ist schlau. Er ist natürlich genauso schlau, wie wir schlau sind. Er rückt jetzt mit den Einheiten nicht nach, um uns außerhalb der Stadt unter Druck zu setzen. Und das ist natürlich... Das ist blöd. Was ist hier mit dem Feld? Ist das... Ach, das ist noch ein... Das ist kein Stadtfeld. Das ist natürlich interessant. Dann zählen da hier die Ground-Defense-Werte und nicht die Close-Defense-Werte. Das ist interessant. Jetzt muss ich mal gucken. Kommen wir mit dem Bomber weiter an die Arti. Ja, kommen wir. Machen ihr Unterdrückung und Damage. Trotzdem ignorieren wir. Ah, okay. Der Panzer hier ist im Weg. Damit die Arti nachrücken kann. Ich will halt mit dem Panzer nicht in die Stadt. Ich will auch eigentlich mit der Infanterie nicht in die Stadt rein. Das ist, die sind jetzt hier auch eingegraben. Warte mal, zieh ihn mal raus. Zieh sie mal nach. Nochmal Unterdrückung. Dann hauen wir hier den Sturzkampfbomber drauf. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Er hat jetzt noch... Er hat 5 Unterdrückung. Er hat 8 Stärke. Das heißt, er hat noch 3 Kampfeswert. Plus halt die Entrenchment-Punkte, die er hier hat. Also der Vorteil, den wir natürlich jetzt haben, ist dadurch, dass wir ohne Turn Limit spielen. Wir sind jetzt hier nicht so extrem unter Druck. Wir können das hier wirklich in Ruhe ausspielen. Wenn man jetzt tatsächlich unter Turn Limit Druck stehen würde, dann... Oh, das ist natürlich interessant. Zieht sich aus, die Stadt raus. Okay. Hier würde er jetzt höchstwahrscheinlich eine neue Einheit hinsetzen. Wir könnten das auch besetzen mit einer Infanterieeinheit. Wobei der Panzer hier natürlich, er steht noch auf freiem Feld. Das hatten wir ja schon besprochen. Geh du mal dahin und die Arti mal dorthin, damit sie weiter supporten kann. So, hier oben hat er sich nicht wirklich weiter gewehrt. Dann rücken wir mal nach. Er geht auf die Artillerie, nimmt sie raus. Sie gehen auf die Pack. Und fügen ihr auch gut Damage hinzu.
Die Kollegen gehen mal dahin. Den Recon jetzt einzusetzen, seht ihr, macht auch nicht wirklich viel Sinn. So, den Panzer weiter nach Süden. Die Infanterie weiter nach Süden. Der Aufklärer an die Stadt ran. Die Infanterie hier hin und die Pack dahin. Sehr gut. Dann können wir die da schon mal anfangen, unter Druck zu setzen. Hier oben die Jäger. Sie bringen halt einfach gar nichts. Ja, Einheiten mit Flugzeugen in der Stadt anzugreifen ist somit das Dümmste, was man machen kann. Es bringt einfach... Oh, guck mal hier. Da bringen sie Unterdrückung. Ja, wow. Eine Unterdrückung. Das ist fantastisch. Da geht mir ein Herz auf. So, der Panzer. Der kann mal hier hingehen. Und der Jäger greift hier auch nochmal an. Oh, er macht sogar eine Unterdrückung. Na, immerhin. Okay, dann Rundenwechsel. Das war klar. Ja, das tut auf jeden Fall weh. Witzigerweise greift er erst mit den Pionieren an und dann mit der Arti. Das ist richtig schlau. So, können wir. Der Bomber macht auf die Artillerie minus 1. Die U auch. Dann mach erstmal durch, dann ist es egal. Okay. So, die Ingenieure sind jetzt das Gefährlichste für unsere... Warte mal, ich probiere mal die Reihenfolge andersrum zu gestalten. Den Bomber auf die Artillerie und die U auf die Ingenieure. Vielleicht macht die da irgendwie mehr. Hallo? Okay, da hat wieder das Symbol gefehlt. Und dann die Arti. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier die Position nicht wechseln können. Minus 3. Kriegen Unterdrückung. Und die geben sogar auf. Okay. Dann könnten wir hier die frischen Truppen da reinsetzen. Das sind auch Pioniere. Das ist auf jeden Fall jetzt gut. Die entladen sich auch. Und damit sind wir jetzt hier auf einen ganz guten Weg. Die Arti mal bitte da rein. Wir müssen halt jetzt versuchen, wirklich mit der Artillerie hier zu arbeiten. Wir könnten sogar eigentlich die Panzer schon mal verlegen. Richtung Osten, damit wir dort weiter Support haben. So, er greift hier mal an. Macht eine Unterdrückung. Aber ihr seht schon, es passiert trotzdem einfach gar nichts. Es ist immerhin weiterhin, also es ist weiterhin schwer, dort die Infanterie aus den Städten rauszukriegen. Das ist halt echt so ein Projekt für sich. So, hier oben. Sie treiben mal die Arti vor sich her. Frage ist jetzt gerade. Geh du mal dahin. Die ich überlege gerade, wen wir wie angreifen. Greif du mal ihn an. Greif du ihn an. Du ihn. Kriegt er ihn raus? Nee, er zieht sich nur zurück. Ach, das ist doch kacke. Das ist jetzt nicht unbedingt. Jetzt müssen wir doch den. Wir könnten den Panzer hier hin. Okay, dann den Scout und tatsächlich haben wir das Problem mit den dass die jetzt hier schon gezogen haben, ist ein Problem. Der Scout kann aber zweimal ziehen, deswegen können wir ihn vorsetzen. Jetzt greifen wir da nochmal an, wir greifen da nochmal an. Das ist das Schwierige bei dem Spiel, dass man wirklich die... Warum kann er jetzt nicht bis da hochgehen? Dass man hier wirklich die Reihenfolge der Einheiten bedenkt.
Ach, guck mal, jetzt gehen sie sogar raus. Gut, dann können wir ja jetzt hier... ihn komplett rausnehmen. Okay, das ermöglicht uns, dass wir die eine Arti schon mal nach Süden ziehen. Die Infanterie hinterher, der Recon kann schon mal ziehen, alle anderen da oben müssen warten. Hier haben wir alles gemacht, was wir machen könnten. Er ist umzingelt. Die Panzer haben sich bewegt, die Pack brauchen wir eigentlich nicht mehr wirklich. Und hier haben wir jetzt noch Jäger, die wir, ich weiß nicht, also... die machen halt einfach null Damage. Ja, gut. Also das Kiew da rauszubomben ist echt so eine Herausforderung. So, du bitte auf ihn. Der Panzer geht mal dahin, die Arti. Dann können die hier mal die Arti rausnehmen. Sie rücken auch direkt dorthin nach. Die rücken dahin nach. Die Arti rückt nach. Sehr gut. Jetzt der Bomber. Witzigerweise macht er tatsächlich in den, auf den hier die meisten, also überhaupt Damage. Dann haben wir noch die U. Also, ganz ehrlich, ich verleg die jetzt mal. Die können wir vielleicht hier oben noch besser gebrauchen. Am besten erstmal auf den Flugplatz. So, er hier. Greif ihn mal an. Bringt gar nichts. Und er wird natürlich auch nicht angreifen. Er wäre schön blöd. So, die Arti. Die Einheiten. Die Städte haben wir jetzt alle eingenommen. Das heißt, wir können jetzt wirklich anfangen, die Einheiten nach Süden zu verlegen. Hier sieht man jetzt wirklich den Vorteil, wenn die mechanisiert sind. Also einfach ein LKW oder ein Halbkettenfahrzeug haben zum Transport. Dann hat man wirklich eine sehr, sehr hohe Bewegungsreichweite. Und wir können da jetzt wunderbar auf die Kollegen da ein bisschen vorrücken. Wir machen die Pack einfach irgendwo hin, damit sie sich überhaupt bewegt, und wir machen den nächsten Rundenwechsel. Also ihr seht schon, zum Ende hin werden die, jetzt wehrt er sich gar nicht mehr, zum Ende hin werden die Folgen dann immer noch mal, also es wird immer noch mal ein bisschen nervig. So, er ist hier eingekesselt. Das ist witzig, weil er hat eigentlich noch eine Verbindung zu, dann versuchen wir erstmal die rauszukriegen. Wieder an der Schlüsselposition stehen. So, rück mal nach. Warum hatte ich die eigentlich rausbewegt? Jetzt sind die beide eingekesselt. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Wir setzen mal den Panzer dort als Verbindungsglied ein. Auch wenn ich jetzt genau weiß, dass das keine gute Idee ist. Ich verstehe nicht ganz, warum er als eingekesselt zählt, aber das ist es auch egal. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch mit dem Bomber Damage machen. Eventuell auf ihn hier. Damit wir die Einkesselung da irgendwie aufheben. Okay, das funktioniert nicht. Dann bewegen wir uns hier weiter ran. Die Arti ist fast da. Guck mal, minus 1, minus 3. Versuch das mal. Ist ja eigentlich noch okay für den Schaden. Ne? Ja, jetzt mal den Panzer. Minus 1, minus 4. Also minus 1 Schaden kann ich durchaus verkraften. So, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 1, minus 3. Okay. Wir geben ihm mal eine Möglichkeit, dass er sich zurückziehen kann. Genau. Overrun, das ist gut. Dann können wir nämlich den Panzer gleich... Okay, wow, er kann einfach... Wow. Er kann in die Stadt ranziehen.
Alle anderen, er hier noch, guck mal. Und der Recon kann auch an die Stadt ran. Okay, dann die hier oben runter. Runter. Da lang. Da lang. Da lang. Es rächt sich jetzt gerade etwas, dass wir manche Städte am Anfang einfach ignoriert haben und sie nicht gekämpft haben. Achso, hier fehlt wieder die Animation. Hier ist halt auch noch eine Stadt. Aber es passiert einfach gar nichts. Okay. Hier haben wir auch wieder alles gemacht. Dann der nächste Rundenwechsel. Ja, okay. Also mittlerweile macht er schon gar nichts mehr. Obwohl die hier eingekesselt sind, das ist interessant. Dann gehen wir jetzt erstmal auf ihn. Der Bomber noch oben drauf. Vielleicht macht er auch noch mal ein bisschen Unterdrückung. Ja, sehr gut. 0 minus 6. Er zieht sich auch aus der Stadt raus. Wir greifen ihn hier an. Jetzt sind die hier auch eingekesselt. Und er, ja, fällt um. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt die... Wir können die Einkesselung hier oben immer noch nicht aufheben, aber wir können ihn nachrücken. Die werden aber auch nicht angegriffen. Von daher ist das jetzt okay. Die sind jetzt auch eingekesselt von denen hier. Obwohl hier eine Verbindung besteht, das ist für mich irgendwie... Es ist komisch. Gut, das bringt nichts. Jetzt wäre die Frage, ob man die hier mittlerweile ranführt, aber die sind mittlerweile auch voll eingegraben hier. Okay. Jetzt können wir hier mal gucken, die Arti an die Stadt ran. Die, soweit es geht, auch. Der Panzer. Ihr seht schon, im Moment haben wir noch überhaupt keinen Bonus. Wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen warten. Die Infanterie führen wir schon mal nach Süden. Die können hier mal bombardieren. Mal gucken, ob sie irgendwas an Damage machen. Hallo? Jetzt fehlt mir die Animation. Das gibt's ja gar nicht. Das ist schon das zweite Mal. So, die dahin. Und die Grenadiere gehen einfach direkt nach Süden. Hier ist noch ein Panzer. Noch irgendwas hier oben, noch eine Infanterie. Ach ja, toll. Man kann denen halt auch leider im Nachhinein keinen Opel Blitz mehr zu geben oder zuweisen. Das ist echt nervig. So, hier noch der Panzer. Den schicken wir auch schon Richtung Süden. Und wir machen den nächsten Rundenwechsel. Obwohl, die könnten jetzt ja nochmal kämpfen, aber nicht auf die Eingegrabenen. Ach, schau an, sie greifen die Pioniere an. Die Pioniere bekommen dadurch massiven Schaden. Die können sie aber nochmal aufwerten. So, jetzt ist ja die eine Artillerie ist schon da. Die andere ist auch da. Die machen gut Unterdrückungsdamage. Er ist jetzt bei 6 Stärke, 5 Unterdrückung. Das heißt, er hat noch eine Kampfstärke plus das Eingegrabensein. Und ihr seht schon, es ist nicht wirklich viel. Wir können ihn dann hier rausnehmen. Der Panzer geht hier mal in die Stadt rein. Und wir rücken direkt Richtung Süden weiter. Mit allem, was wir haben. Die Panzer. Die eine Art, die kann sich sogar noch bewegen. Sehr gut. Gut, dann sind wir ja da auf der Zielgeraden. Warte mal, der kann mal von dort angreifen, damit wir hier so ein bisschen umzingelt haben. Das ist gut. Dann haben wir quasi noch die Stadt, Poltava. Wir haben 81 von 88 Einheiten rausgenommen. Und jetzt können wir uns hier um die nächsten kümmern. Die Frage ist, um welche? Erstmal am besten die, die wir gemeinsam angreifen können. Wir nehmen vorher noch den Bomber. Dann brauchen wir auch nochmal Unterdrückung. Jawohl, jetzt sind wir bei 3. Ja, okay, gut, dann.
Ach, schau an. Die kommen gar nicht bis da hoch. Die auch nicht. Die haben wieder mal kein LKW. Das ist natürlich scheiße. Die fülle ich nochmal auf. Witzig, dass die jetzt nicht umzingelt sind, aber die schon. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir lassen die mal stehen. Solange sie sich aus der Stadt rausbewegen, ist mir das eigentlich relativ wumpe. So, hier jetzt. Den Panzer nachrücken. Ansonsten können wir mit ihm hier schon mal bombardieren. Auch hier fehlt die Animation. What the fuck? Was ist denn da nur los? Hier oben haben wir noch die Infanterie, die ich immer auch gerne vergesse, die hat keinen Opel Blitz hat, die müssen alles zu Fuß latschen. Okay, dann sind wir bei Turn 27 mittlerweile. Ihr seht, wie sich das extremst in die Länge zieht. Dass wir hier so umzingelt sind, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich bewege die jetzt mal nach oben. Jetzt sind die eingekesselt, ist das geil. Ziehen sie auf jeden Fall aus Kiew zurück. Wir müssen die Einheiten ja vernichten, das dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die hinwollen. Okay. So, du greifst ihn an. Das ist so lustig, dass da die Animation komplett zu fehlen scheint. So. Ach, die können nicht bis ranrücken. Also könnten sie schon, aber dann, können sie nicht kämpfen. Und vor allem sind nicht nicht deployed. Okay, die Arti dahin. Wo ist die andere Arti? Da. Panzer. Panzer. Pack einfach mal da rein. Infanterie rückt nach. Panzer. Die rücken noch mit nach. Den italienischen Panzer lasse ich jetzt dort stehen. Das Flugzeug kann nichts machen. Hier haben wir bereits alles eingesetzt. Wir rücken mal noch ein bisschen nach. Auch wenn das jetzt bloß noch plakativ ist. Ach, das sind italienische Truppen hier. Das sehe ich jetzt erst. Italienische Infanterie. Gut, in der nächsten Rundenwechsel. Wir sind bei Runde 29. Okay, jetzt nicht wundern, es ist jetzt nicht Nacht geworden, sondern wir, es ist Bewölkung statt Sonnenschein. So, er ist jetzt hier, dieses Entrenchment, Fortification, hat das irgendwie einen Vorteil für irgendwas? Ha, egal. So, er könnte auch nochmal nachrücken. Dann ist der Panzer aber. Ich würde jetzt erstmal. Na, können wir ihn nachrücken und ihn auf die Position? Alles geht. Nice. So, dann die Arti. 1, 2, 3. Zack. Den Panzer füllen wir auf. Dass die hier immer noch eingekesselt sind, ich verstehe es nicht so. Er wird rausgenommen. Jetzt haben wir die Kesselung aufgehoben. Das ist interessant. So, die können dann nochmal angreifen. Die ziehen sich weiter zurück.
Jetzt können. Ach, natürlich sind wir auf der falschen Seite des. Auf der falschen Seite des. Des Flusses. So, das ist ein Jäger. Da können wir den Bomber da oben einsetzen. Jawohl. Und der Jäger kann eventuell mal auf ihn hier. Aber er nimmt ihn nicht raus. Aber das ist nicht so schlimm. Der hat noch eine Kampfstärke. Der ist nicht unser Problem. Das Problem ist jetzt hier noch. So, greif an. Wieder ohne Animation. Wo ist die Arti? Die muss noch ein Stück ran. Können die jetzt hier schon irgendwas machen, was uns von Wert. Nee, 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 nee. Wir lassen ihm mal einen Punkt, wo er sich aus der Stadt zurückziehen kann. Wir könnten das jetzt mit einem massiven Angriff natürlich forcieren. Aber der Punkt ist, wir müssen ja nicht die. Wir müssen einfach die Einheiten zerstören. Und die Punkte daneben einzunehmen, ist quasi nur so ein Nebending. So, er hat sich tatsächlich nochmal aufgefrischt. Wie geil ist das denn? Und er überrennt ihn. Das ist gut. Dass die hier immer noch eingekesselt sind, ist echt ein Witz. Gut, dann gehen wir jetzt auf. Warte mal, wo sind unsere Artis? 1, 2. Ach, hier ist die dritte. Hab ich jetzt komplett übersehen. Ach, die stehen direkt dran. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Hallo, auf ihn. Greif mal an. Wir versuchen die eine Art, die noch zu sparen. Ja, perfekt. Dann nehme ich ihn auf ihn zu setzen. Dazu noch den Jäger mal auf ihn. Der macht nochmal einen Damage. Den Bomber jetzt auf ihn. Boah, er macht gar nichts. Okay, der Panzer macht da, ohne Damage zu nehmen. Greift er ihn raus? Nee. Also die sind noch keine gute Idee. Die könnten wir jetzt angreifen, aber so richtig. Ach, guck mal hier, mit ihm könnten wir das machen. Da zieht er sich zurück. Dann könnten wir mit ihnen jetzt nachrücken. Im Prinzip haben wir damit Kiew schon eingenommen. So, und die Kollegen gehen mal dahin und nehmen die raus. Okay, jetzt sind die hier oben nur noch Formsache. Na komm, greif an. Perfekt. Die gehen raus. Dann können wir die schon mal wieder Richtung Süden ziehen. Dann sind es jetzt hier noch zwei Einheiten. Das sind 87. Und hier ist die 88. Einheit. Alles klar. Jetzt kommt hier wieder eine Animation. Das ist echt witzig. So, du mal dahin, du dahin. Feuer frei. Ordentlich Unterdrückung. Die haben jetzt nur noch eine Kampfstärke mit viermal eingegraben. Treiben sie mal mit dem Recon aus der Stadt raus. Rücken mit dem Recon nach. Er kriegt einmal überrennen, nimmt die Einheit raus. Damit haben wir hier im Osten alles erledigt. Und jetzt ist es hier im Grunde nur noch Formsache. Allerdings schaffen wir das. Der Panzer macht minus 4, der Recon macht minus 5. Okay, nee, wir müssen das noch an. Warte mal, der Panzer. Ne, der kommt da auch nicht hin. Wir haben hier noch einen Jäger. Der macht nochmal Damage.
Aber wir können, wir machen den Riegel mal noch hier unten, damit er nicht auf die Idee kommt, irgendwie Richtung eins unserer Flugfelder oder Städte hier zu rennen. Und dann machen wir mal den letzten Rundenwechsel. Haben wir es jetzt. Ich weiß gar nicht, was das reguläre Turnlimit wäre für die normale Schwierigkeitsstufe. So, Angriff, Angriff, Angriff. Zack. An. Er surrendert. Damit haben wir hier alles geklärt. Ach nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Ich erzähle Mist. Ihn noch. Jetzt bin ich gerade unsicher. Also wir haben es jetzt beendet, aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob wir jetzt im Osten hatten wir. Ja doch, im Osten hatten wir alles, oder? Ja. Damit haben wir die Kiew-Mission in der Kampagne des Feldzugs Barbarossa erfolgreich beendet. Und mal gucken, was uns dann als nächstes erwartet. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich die nächste Mission komplett spielen werde, beziehungsweise ob ich sie komplett Let's Playen werde. Ich werde es mir auf jeden Fall in ein oder zwei Folgen noch anschauen. Das Problem ist aber, dass ich selber auch nur den Beta-Zugriff bis zum 21.02. habe. Das ist heute, das ist ein Freitag. Und ich kann das Ganze auch nur spielen, weil ich heute ein bisschen Zeit habe und Urlaub habe. Aber leider schaffe ich es auch nicht komplett. Ich werde dann laut Publisher erst wieder Anfang März dann Zugang zum vorläufig kompletten Spiel haben. Das Spiel selber erscheint ja am 19.03., sind also noch ein paar Tage hin. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, dann müsst ihr mittlerweile bis auf den Release warten. Die Beta lief ja leider nur 2 Tage. Finde ich ein bisschen schade. Vorbestellen könnt ihr aktuell die Field Marshal Edition. Die ist ein bisschen teurer als das reguläre Spiel, weil dort ein paar Bonus-Szenarien enthalten sind und auch schon die ersten 2 DLCs, die nach Release erscheinen werden, sind dort auch schon mit enthalten. Also da habt ihr quasi den Season Pass schon mit drinne. Kostet bei Games Planet der Steam Key 47 Euro paar zerquetschte. Wenn ihr das bei Steam direkt kaufen würdet, dann wird es 50 Euro paar zerquetschte aktuell kosten. Wenn ihr über meinen Link bei Games Planet ein Spiel kauft, egal ob es jetzt Panzerkorps 2 oder irgendwas anderes ist, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das reguläre Spiel, also die normale Version, kommt dann zum 19.03., ist sie dann kaufbar. Die wird ein bisschen günstiger sein. Ich schätze mal irgendwas zwischen 30 und 40 Euro. Ich denke mal so 37, 38 Euro. Ich weiß es aber aktuell noch nicht. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, 122er Danny, Irendal und Xynam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.